Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zurück, müsste ich eigentlich zu mir sagen. Ich habe mir tatsächlich, ziemlich genau 6 Monate mal freigenommen. Ja, zum einen, um mal zu gucken, wo will ich hin. Zum anderen hatte ich viel um die Ohren in der letzten Zeit und ich habe ein neues Projekt laufen nebenbei. Ich hoffe, so in ein paar Monaten ist das auch bereit vorzustellen. Aber ich bin wieder zurück. Ihr werdet wieder die ein oder anderen Videos auf meinem Kanal finden. Es wird wieder mehr ums Kochen gehen. Heute noch nicht direkt ums Kochen, aber es geht zumindest schon mal wieder um Lebensmittel. Und zwar möchte ich euch heute mal meine Lieblings-Kokosprodukte vorstellen. Also wir haben tatsächlich jede Menge Produkte von der Kokosnuss daheim. Es geht auch nur um Lebensmittel. Man kann natürlich aus der Kokosnuss oder der Kokospalme noch viel mehr machen. Ihr kennt die Seifen, ihr kennt Kerzen. Ich glaube, auch die Fasern kann man für verschiedene Sachen benutzen. Es gibt Deko-Elemente noch und nöcher, darum geht es nicht. Es geht wirklich nur um die Sachen, die ich in der Küche verwende. Ich habe mal alle vorgekramt, die ich habe, und das waren gar nicht wenig. Ja, die wollte ich euch jetzt mal vorstellen. Was habe ich? Wozu nutzt man es? Und ja, vielleicht bekommt ihr auch Lust, das ein oder andere mal zu probieren aus der Kokosnuss. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit dem größten Ding hier an. Wir haben Kokosmehl. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist quasi das komplett entölte Kokosfleisch, das am Ende dann noch gemahlen wird. 2,5 Kilo Eimer, der ist fast leer. Ich glaube, so viel ist noch drin. Also werden wir gut losbekommen. Wozu benutzt man Kokosmehl? Ja, wie der Name Mehl schon sagt, ne? Meistens natürlich zum Backen. Jetzt muss man wissen, Kokosmehl hat nicht die Backeigenschaften von normalen Mehl. Es hat zum Beispiel keine Bindeeigenschaften. Es dient zum Eindicken, es dient zum Aufsaugen von Flüssigkeit und man kann durchaus einen Teil des normalen Mehls mit Kokosmehl substituieren, aber man kann es nicht komplett austauschen, das funktioniert nicht. Also man braucht dann auf jeden Fall noch andere Bindemittel, sei es Flohsamen oder klebrige Sachen wie Zucker oder so, oder eben halt auch ein bisschen herkömmliches Mehl oder glutenfreies Mehl mit einer hohen Backeigenschaft. Also ganz eins zu eins austauschen kann man es nicht, aber es funktioniert wunderbar, eben um einen Teil davon, das herkömmliche Mehl, damit zu substituieren oder auch in anderen Gerichten, wenn es darum geht, Flüssigkeiten aufzusaugen, kann man das auch super einsetzen. Ja, das ist also unser Kokosmehl und das riecht natürlich herrlich nach Kokosnuss. Oh, wie so alles von der Kokosnuss, da könnte man sich fast alles, könnte man sich einfach vom Geruch her schon reinlegen. Ja, das war unser Mehl. Achso, by the way, ich mache hier keine Werbung für irgendeine besondere Marke. Euch wird auffallen, gerade von der Dr. Görk haben wir besonders viel. Wir stehen total auf die Marke, wir finden die super. Der hat auch das ganze Nachhaltigkeitskonzept noch mit dabei. Aber das ist nicht gesponsert oder irgendwas. Ich finde die einfach nur toll. Wir bestellen schon seit Jahren bei der Webseite. Bringt mich auch gleich zum nächsten. Das Kokosmus. Gleiche Firma, gleiche Marke. Kokosmus ist ähnlich wie Kokosöl. Wenn es sehr warm wird, wird es flüssig. Jetzt, wir haben hier ungefähr 25 Grad im Haus, da ist es noch fest. Kokosmus. Herrlich, lecker, sage ich euch. Ich muss mir gleich mal einen Löffel holen. Okay, es ist doch leicht flüssig. Oben ist es flüssig, unten ist es noch fest. Ach, allein der Geruch, ein Traum. Wofür verwendet man es? Tatsächlich meistens zum Backen. Aber man kann es auch super in Smoothies verwenden. Wenn der Smoothie selber noch gefrorene Zutaten enthält, dann bilden sich hier so kleine harte Stückchen dann im Smoothie. Die schmecken fast ein bisschen wie weiße Schokolade. Also sehr lecker und man kann es tatsächlich auch pur essen. Oh, es ist tatsächlich so ein bisschen wie weiße Schokolade, nicht ganz so süß. Es hat eine natürliche Süße, ich weiß gar nicht wie viel. 7,4 Gramm Zucker, aber es ist halt alles natürlich, hat 17 Gramm Ballaststoffe, also super. Also muss man echt sagen, zu allen Produkten von der Kokosnuss, die sind natürlich mega healthy. Und das kann man wirklich im festen Zustand einfach pur löffeln. Auf der Zunge zergehen lassen, es ist so lecker. Und ansonsten, wie gesagt, kommt es bei uns eigentlich nur in Smoothies oder tatsächlich zum Backen zum Einsatz. Ja, unser meistverwendetes Produkt überhaupt, das seht ihr bei all meinen Kochvideos, ist natürlich das Kokosöl, wie der gleiche Marke. Ich glaube, hier verwenden wir ein Glas pro Woche, kann man fast sagen. Es ist nicht ganz billig, ich glaube, so ein Glas kostet fast 20 Euro oder um die 20 Euro.
Aber ich bin kein Newsletter-Fan und nichts, aber hier habe ich tatsächlich den Newsletter abonniert, weil die haben immer wieder geile Deals, wo man ein, zwei Gläser umsonst bekommt oder sonstige Sachen. Wir achten immer darauf, also wir haben einen riesen Vorrat unten und wir kaufen das wirklich nur immer, wenn irgendwelche tollen Angebotssachen gerade draußen sind, weil das ist echt teuer und wir verbrauchen davon jede Menge. Wie gesagt, zum Kochen. Ich brate so ziemlich nur mit Kokosöl. Hat halt den Vorteil, du kannst das super heiß erhitzen. Also gerade im Ofen und so weiter, auch da verwende ich es natürlich. Das ist mega hitzebeständig. Es wird nicht giftig oder so, wie zum Beispiel Olivenöl, wenn es den Rauchpunkt erreicht und so. Also das ist genial. Nicht umsonst bestehen viele Frittenfetten oder sowas aus irgendwelchen Kokosfett oder sowas. Wobei das kein Kokosfett ist, sondern eben Kokosöl. Aber trotzdem, ich liebe auch den Geruch. Und was auch toll ist bei dem Kokosöl, man kann es tatsächlich so auch zum Desinfizieren und Reinigen der Zähne benutzen, zum sogenannten Ölziehen, wenn ihr das schon mal gehört habt. Einfach einen Löffel, Esslöffel Kokosöl in den Mund nehmen, 2, 3 Minuten nichts weiter machen, wie damit durch die Zähne spülen und danach nicht runterschlucken, sondern ausspucken. Also hat einen sehr zahnhygienischen oder mundhygienischen Effekt noch dazu. Man kann es aber auch einfach so essen. Tatsächlich, einfach mal so einen Löffel essen. Das soll tatsächlich helfen, Bauchfett zu reduzieren. Keine Ahnung, ob das stimmt, habe ich aber öfters mal gelesen. Oder was auch lecker schmeckt, ist, kennt ihr diesen, ich glaube, der heißt Bulletproof-Kaffee? Bulletproof-Kaffee? Weiß nicht ganz genau. Also einfach nur schwarzer Kaffee, am besten Espresso, nicht so eine große Tasse. Ein Teelöffel Kokosöl dazugeben, ein bisschen Zimt oder noch andere Gewürze nach Wahl vermischen und das einfach schwarz genießen. Auch lecker. Also Kokosöl ist eine absolute Geheimwaffe. Wird natürlich auch zum Backen verwendet. Wir braten wirklich alles damit. Selbst Steak braten wir damit. Ne? Egal was. Also alles, was gebraten wird mit Kokosöl. Ganz, ganz selten wirklich, weil Niedrigtemperatur verwende ich mal Olivenöl. Aber ansonsten alles damit. Backen damit kein Problem. Egal, wo in der Küche Öl zum Einsatz kommen muss, nehmen wir das. Die einzige Ausnahme ist tatsächlich in Salatdressings. Da habe ich es jetzt echt noch nicht verwendet, weil es hat halt bei Zimmertemperatur, ist es halt auch in einem festen Zustand. Also für Salatdressings verwende ich tatsächlich ausschließlich Olivenöl. Selten kaufe ich mal Nussöl, Walnussöl oder sowas, aber das verwende ich einfach zu selten. Das geht mir dann, am Ende wird es noch ranzig. Deswegen Olivenöl hat einen riesen Umsatz bei uns. Verwende ich auch fast eine Flasche oder ja, alle 1, 2 Wochen kann man sagen. Das heißt, das wird nicht schlecht. Das verwende ich wirklich zu allem. Das heißt, ich habe 2 Öle, Olivenöl, Kokosöl, fertig. Ich habe noch Butter, manchmal verwende ich tatsächlich Butter, aber das war es auch schon. So, was haben wir noch? Kokosraspeln. Kennt jeder, riechen genauso wie die anderen Kokosprodukte. Das riecht so nach Raffaello. Schleichwerbung. Nein, aber es riecht einfach ach, nach diesem, nach Konfekt, Kokoskonfekt und so weiter. Das ist auch der Haupteinsatz, den wir haben, ist tatsächlich beim Backen. Entweder wird es drin gerollt oder es sind diese Kokosflocken. Ne, wie heißen die? Wie heißen denn diese gezupften Kokoszucker und Kokosding? Mehr ist es gar nicht, weiß ich jetzt nicht, wie die heißen. Oder so Energy Balls, kennt ihr bestimmt auch, so pürierte Datteln mit lauter Zeug drin. Und damit die dann außen nicht so kleben, kann man die super in Kokosraspeln wälzen. Oder wo ich sie auch tatsächlich schon verwendet habe, ich weiß gar nicht, ob ich ein Video dazu habe, müsste ich vielleicht mal machen irgendwann. In Hackfleischbällchen. Hackfleischbällchen mit Kokos statt der üblichen Semmelmehle. Wir verwenden ja eh keine Semmeln. Ich verwende meistens dann eher Mandelmehl. Man kann auch Kokosmehl verwenden, aber man kann auch Kokosraspeln stattdessen verwenden. Vor allem, wenn man zu den Hackfleischbällchen dann ein schönes Mango-Chutney oder sowas macht. Das gibt den Ganzen noch so einen richtig schönen karibischen Touch. Ja, das sind die Kokosraspeln. Was haben wir noch? Kokoswasser. Kleine Portion. Die Kinder mögen es pur. Ist jetzt pur nicht unbedingt mein Geschmack, aber ich verwende es gerne in Smoothies. Auch gerade dann, wenn man sehr dicke Smoothies hat, die einfach, damit sie sich auch gescheit pürieren lassen, noch ein bisschen Feuchtigkeit dazu brauchen, statt blankes Wasser zu nehmen, nehme ich gerne Kokoswasser, hat noch so ein bisschen so einen isotonischen Touch, macht das Ganze super erfrischend. Wie gesagt, ganz pur mag ich es nicht, ist nicht jedermanns Geschmack. Die Kinder stehen drauf, die freuen sich dann schon. Ich habe nämlich schon hier eine frische Kokosnuss. Hört ihr es? Die freuen sich dann drauf, die austrinken zu können. Die ist auch schon vorperforiert hier. Das heißt, mit ein bisschen Gewalt kann man dann auch hier das Kokosfruchtfleisch rausbringen, was mich zum nächsten bringt. Auch Kokosfruchtfleisch, super lecker. Das verwenden wir tatsächlich nur zum Puressen. Das schmeckt so herrlich. Dieser exotische, karibische
nussige, milchige Geschmack. Oh, ich stehe da total drauf. Ich kann nicht so viel auf einmal davon essen, weil ich weiß auch nicht, man muss es sehr gut einspeichern, sonst trocknet es einem gefühlt die Kehle aus und man hustet die ganze Zeit. Aber es schmeckt einfach super lecker. Kennt ihr vielleicht auf Jahrmärkten oder so? Manchmal kann man da so, ne, so Kokosfleisch pur kaufen. Oder im Supermarkt gibt es es auch manchmal. Ja, super lecker, einfach zum Naschen. Man kann es nicht sehr lange aufhalten, es schimmelt sehr schnell. Also aufbewahren meine ich, deswegen immer schnell verbrauchen. Ja, was sonst noch mit dem Kokoswasser? Ne, da habe ich, weiß nicht, was man sonst noch mit machen kann. Vielleicht habt ihr irgendeine Idee. Also bei uns ist das hauptsächlich der Einsatz im Smoothie oder die Kinder zum Purtrinken. Dann habe ich hier noch Kokosessig. Es gibt tatsächlich auch Essig aus der Kokosnuss. Ich weiß gar nicht, welcher Bestandteil da verwendet wird. Mal gucken, steht es drauf. Made from the coconut sap. Aha. Na gut. Ja, ist fast leer mittlerweile. Aber jetzt habe ich da hat sich ein bisschen Sediment abgesetzt. Das habe ich jetzt durchgerührt. Normalerweise ist der transparent und nicht so milchig. Ja, ist einfach Essig. Ist auch nicht jedermanns Geschmack. Also ich verwende tatsächlich hauptsächlich Balsamico oder Apfelessig. Aber ab und an mal, gerade wenn man wieder mal so einen Gesundheitstrick hat oder Tick hat oder sowas, nehme ich auch mal den Kokosessig. Wie gesagt, der ist bald leer, muss ich nachkaufen. Dann die Kokosmilch oder Creme. Ziemlich dick das Ganze. Das nutzen wir tatsächlich für Smoothies, kommt das immer wieder zum Einsatz. Oder wenn ich auch mal so Desserts mache mit sehr cremiger Konsistenz, nehme ich auch gerne mal zusätzlich noch Kokosmilch. Aber der Haupteinsatz hier bei uns ist tatsächlich beim Kochen. Für Curries, hauptsächlich für Curries, aber auch in Suppen. So eine Kürbiscremesuppe. Und die Creme mit der Kokosmilch statt Sahne ist auch super lecker. Wie gesagt, ansonsten Curries, jede Menge hoch und runter. Oder überall da beim Kochen, wenn man zum Beispiel sehr Wert auf basische Ernährung legt und möchte jetzt nicht unbedingt mit Sahne kochen, wobei Sahne neutral ist, also es wäre jetzt nicht dramatisch. Aber man kann sich natürlich noch den extra pflanzlichen Kick holen, indem man einfach die Sahne durch Kokosmilch austauscht. Also es funktioniert auch wunderbar. Ja, mehr gibt es, glaube ich, zur Kokosmilch nicht zu sagen. Ich glaube, das ist das meistverbreitete. Das wird wahrscheinlich auch von euch immer wieder zu asiatischen Gerichten oder sowas jeder benutzen. Braucht man nicht weiter viel zu sagen. Was haben wir noch? Kokosflakes. Die kann man tatsächlich nutzen, um seine eigenen Müslis ein bisschen aufzupeppen oder in ein Granola zu verarbeiten. Schön ist es auch als Dekoration auf Kuchen oder sowas, sticht halt schön hervor, aber am liebsten mag ich die pur. Einfach so wie Chips naschen, die sind leicht geröstet und dadurch ganz leicht süß, aber wirklich ganz dezent, knusprig und ja, die halten nicht lange. Also ich mag die tatsächlich wirklich am liebsten so zum so snacken. So, was haben wir noch? Kokosaminos. Das ist vielleicht für einige neu. Für alle die, die viel Sojasauce benutzen, die können vielleicht auch mal Kokosaminos verwenden, weil das ist quasi wirklich eine geniale Alternative zur Sojasauce. Es ist sehr süß, es ist sehr kohlenhydratlastig, also wer ketogen oder sich sonst wie ernähren will, sollte das halt dezent einsetzen. Aber es schmeckt super lecker. Also ich nehme es tatsächlich für viele asiatische Gerichte. Wo es auch toll rauskommt, ist Fried Rice. Also wenn man so gebratenen Reis à la asiatisch macht mit Hühnchen und viel Gemüse drin. Genial. Oder ja, in Salatdressings kann man es auch verwenden. Man nützt ja oft Honig oder irgendeine süßende Komponente noch im Salatdressing. Da kann man auch das mit benutzen. Bringt noch ein bisschen Würze mit. Aber es ist tatsächlich relativ süß. Also muss man eben aufpassen. Aber wirklich eine geniale Alternative zur herkömmlichen Sojasauce. Kann ich jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. So, dann, was haben wir hier noch? Kokosreistrink. Das ist jetzt, wie der Name schon sagt, nicht pur Kokos, aber ein großer Bestandteil. Das benutze ich auch daily, kann man sagen. Und zwar wirklich als Milchersatz. Ich benutze es im Kaffee, allerdings nicht pur. Ich habe noch Hafermilch da und die geht es ja heute nicht. Also ich mache immer einen Mix 50-50, 1:1, Hafermilch, Kokosmilch und benutze es auch tatsächlich mit unserer Kaffeemaschine zur Milch aufschäumen. Funktioniert wunderbar. Die Hafermilch ist ein bisschen leicht süßlich. Die, finde ich, ist eher dicker, kräftiger
cremiger und die Kombination aus beiden macht einen super Schaum und macht den Kaffee ohne Zucker drin. Trotzdem hat er einen leichten karamelligen Geschmack. Also ich finde das super. Ich liebe den Kaffee damit. Ansonsten wunderbar auch, wie gesagt, als kompletter Milchersatz nutzbar in Müslis und wo immer man halt Milch braucht. Ist wie gesagt nicht pur Kokos, da ist noch Reis drin und ein bisschen Wasser, ein bisschen Stabilisator, aber es geht, es hält sich in Grenzen. Man könnte wahrscheinlich sogar die Kokosmilch selber machen, müsste ich mal mit meinem Vitamix ausprobieren, ein paar Kokosraspel nehmen, ein bisschen Kokosöl vielleicht dazu, für ein bisschen Süße vielleicht sogar noch ein bisschen Kokosmilch, weiß gar nicht, damit Wasser auffüllen und ordentlich durchmixen. Könnte man mal probieren, habe ich noch nicht gemacht, wäre aber eine Idee. Ja, was haben wir noch? Die letzten, was uns bleiben, sind jetzt noch die süßen Sachen. Das ist der Kokosblütensirup. Der ist jetzt nicht aus der Nuss selber, sondern eben aus den Blüten, wie der Name schon sagt. Einmal als Sirup und einmal als Zucker. Schön braun. Habe ich hier auch noch die Originalpackung dazu, wieder vom Dr. Görg. Sirup, ja, halt immer da, wenn ich nicht die Geduld habe oder der Zucker sich schlecht auflöst als körnige Variante, kann man natürlich Sirup nutzen, also überall, wo Ahornsirup oder Honig oder sonst was zum Einsatz kommt. Ich benutze es tatsächlich gar nicht so viel, muss man sagen, weil ich tatsächlich Ahornsirup oft nutze oder im Salatdressing und so weiter eher Honig. Aber gerade beim Backen oder so, wenn ich doch mal den extra Kick Süße brauche, nehme ich auch gerne mal das. Ja, und ansonsten haben wir noch den Kokosblütenzucker. Der ist lecker, einfach zum Puressen, tatsächlich. Und der riecht jetzt überhaupt nicht nach Kokos, sondern der riecht nach Karamell. Der hat, ja, der sieht nicht nur aus wie schon karamellisiert, er riecht auch so. Was man wissen muss, der Kokosblütenzucker ist nicht so süß wie normaler Zucker. Also ich kann ihn nicht 1:1 austauschen, es sei denn, ihr seid so wie ich und esst sowieso nicht so süß, dann nehme ich es tatsächlich 1:1. Also wenn irgendwo ein Esslöffel Zucker verwendet wird, einfach ein Esslöffel Kokosblütenzucker. Der hat ungefähr, ich glaube, so 60% gefühlt vom normalen Zucker an Süßkraft, aber mir reicht es absolut. Und ansonsten, ja, verwenden tun wir den hauptsächlich tatsächlich zum Backen. Ansonsten, wenn ich überhaupt nachsüße, bei den meisten Kokosprodukten muss man das gar nicht, das bringt eine natürliche Süße mit, aber wenn ich tatsächlich mal nachsüße, ist das Ahornsirup oder eben Kokosblütensirup oder Honig. Aber beim Backen, wenn man doch sehr viel vor allem braucht, ne, dann kommt tatsächlich dann der Kokosblütenzucker zum Einsatz. Das überlege ich gerade, aber ich glaube, das war's. Fehlt mir noch irgendwas, was ich hier nicht habe? Nee, ich glaube, das waren so die Kokosprodukte, die bei uns regelmäßig zum Einsatz kommen. Also Kokosnuss kann man echt nur sagen, oder die Kokospalme generell. Ein geniales Produkt der Natur, super gesund, super vielfältig, in der Küche, in allen Ecken und Enden einsetzbar. Und ja, wenn ihr neugierig geworden seid, dann probiert doch einfach mal die verschiedenen Produkte aus. Viel Spaß damit beim Experimentieren und wir sehen uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ruhig den Daumen hoch. Wenn ihr neu seid auf meinem Channel, abonniert. Das hilft mir, das Ganze ein bisschen auszubauen. Ja, ansonsten bleibt nichts weiter zu wünschen. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!